So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch einfach mal meinen neuen eigenen Server vorstellen. Ja, wir spielen jetzt hier ein bisschen auf einem Server und ja, wir können ja auch noch andere Sachen spielen. Ich dachte jetzt auch erstmal, wir machen jetzt ein kleines Vanilla-Projekt, wo ihr spielen könnt. Ich weiß aber noch nicht, wie viel ich hiervon aufnehmen werde. Mal sehen. Auf jeden Fall wollte ich jetzt direkt mal anfangen. Okay, jetzt bin ich im Survival Mode. So. Spawn habe ich ja auch schon ein bisschen gebaut. Mal gucken, wie das noch so wird. Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt direkt an. Nach dem Projekt kann ich vielleicht ja auch mal so einen kleinen Bed Wars Projekt oder so draufladen. Mal schauen, ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich hier Bed Wars, Sky Wars, irgendwas halt. Was ihr wollt, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare alles schreiben. Ja, ich fange jetzt hier einfach mal ein bisschen an, schon mal zu spielen. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr auf den Server kommt. Und ja, ich fange einfach jetzt schon mal ein bisschen an zu farmen und ja, mal schauen. So, machen wir schon mal ein paar Standard-Items alles. So, ich bin übrigens in der 1.12, das heißt, das geht alles mit der 1.12. Und falls ihr euch wundert, warum bei mir alles so anders aussieht, ich habe einen Shader drin, ja. Könnt ihr mir auch mal schreiben, ob ich mit oder ohne Shader aufnehmen soll. Wieso ist da ein Skelett? Nein. Nein. Ach man, direkt mal alles gesprengt, alles klar. Ja, nicht so gut. Die Regeln könnt ihr euch am Spawn auch gerne selbst durchsehen. Ich habe jetzt keine Lust, die für jeden vorzulesen hier. Den Baum fällen wir auch noch. Blöd, dass jeder wieder im Spawn bei mir Creeper explodiert, aber auch egal jetzt. Meine Güte. Ja, mal gucken, wie das Projekt sich so entwickelt. Klar, den Enderdrachen oder Wiffer oder so werde ich alles filmen, das ist natürlich klar. Also, ich hoffe, ihr kommt alles nach auf den Server. Im Moment können noch 20 Leute drauf, aber ich denke, das ist genug erstmal. Ja, mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich hoffe, es wird ein cooles Projekt. Dafür habe ich den Server ja erstmal gemacht. Mal gucken, was ich dann nachher mache. Vielleicht auch ein kleines Varo oder je nachdem, ob ich eine große Community bis dahin mal habe oder nicht. Ja, das werden wir alles noch sehen. Ja, jetzt fangen wir mal an. Ich hole mir ein bisschen Zuckerrohr. Oder würde ich sagen, gehen wir auch schon bald in die erste Höhle. Ah, ich brauche unbedingt Essen. Das ist nicht gut. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns hier runter und holen uns erstmal ein wenig Dings, Stein. Ich weiß, viele von euch mögen die 1.12 nicht wegen dem Cooldown und so, aber es soll ja auch eine Herausforderung sein. Der Server funktioniert nur auf der 1.12.2, soweit ich weiß, ja. Der Cooldown ist halt scheiße, aber kann man nichts ändern. Soll ja noch Herausforderung sein, das Ganze ist oft schwer und ja. Wird ein hoffentlich schönes Projekt. So, jetzt machen wir uns erstmal ein Steinschwert, damit ich hier die ganze Schafe töten kann. Ja, mal schauen, wie sich das ganze Projekt entwickelt. Ich weiß nicht, was ich hier danach noch drauf machen soll auf dem Server. Das könnt ihr mir gerne alles in die Kommentare schreiben. Also ich habe noch keinen Plan so richtig. Ja. Sky Wars, Bed Wars, ich weiß es alles nicht. Naja. Das so, jetzt machen wir uns erstmal eine Spitzhacke und dann kann ich eigentlich auch schon mit meiner erste Höhle gehen. Denn ich habe ja eigentlich alles dazu. So. Jetzt das Schaf töten wir am besten noch. Was mich wundert, es hat schon. Ups, nicht mit der Spitzhacke, das war dumm. Es hat schon einer den Server gefunden, obwohl ich noch nicht mal die IP veröffentlicht habe. Die IP findet ihr übrigens in der Beschreibung. Die packe ich euch da rein und ja. Mal schauen. Ich werde mir die Kommentare auf jeden Fall durchlesen. Und ja.
denke 13 vielleicht, die 2 töte ich noch und fertig. Ich werde in dem Projekt übrigens nicht cheaten, aber wenn jemand gegen die Regeln oder so verstößt, werde ich den natürlich bannen oder so, das ist klar. Aber ja, das schafft ihr auch noch. Handeln ist übrigens erlaubt, also wenn ihr jetzt ein Spieler handeln wollt oder er euch irgendwas geben will, könnt ihr gerne machen. Die Kühe nehme ich auch gerne noch mit. Das ist mir wichtig, damit ich auch Leder habe. Ja, mal gucken. Ich bin echt gespannt, ob ihr ja, fleißig auf dem Server spielt. Also ich werde wahrscheinlich jeden Tag so online sein, mal schauen. Die Kühe will ich gerne alle noch haben. Alles klar, ich hier habe jetzt hier einen kleinen Cut für euch gemacht, da ich gerade irgendwie geoutimed bin und ich weiß nicht warum. Alles klar, und jetzt wird es natürlich jetzt auch gleich schon dunkel. Ist natürlich nicht gut. Dann gebe ich gleich mal die Höhle. Ah, ist keine gescheite Höhle. Naja, ich nehme die Kohle gerne mal mit. Und ja, also ich werde wahrscheinlich jede 2 Tage oder so immer mal ein Video machen, so ein Update-Video. Vielleicht werde ich das ganze Projekt nochmal streamen, aber das werdet ihr alles sehen. Das kündige ich vorher an. Ich streame, ist ja logisch. Ja, ich sollte nicht so viel rennen, okay. Hier kann ich auf jeden Fall erstmal rein. Aber das ist ja auch keine gescheite Höhe, oder? Geht's da hinten weiter? Ich glaube schon. Ja, jetzt wird's auch schon dunkel und wir spielen auch schwer und das ist nicht gut. Und ja. Mal schauen. Ich habe keine Ahnung, wie das Projekt so wird. Aber ich dachte erstmal Vanilla mit euch so. Das ist vielleicht ganz cool, aber wir werden das sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, dass 20 Leute ausreichen, aber hey, es werden halt auch nicht so viele hier kommen und joinen und I don't know. Okay, hier ist noch mehr Kohle, die brauche ich erstmal nicht. Okay, hier geht es schon runter, das ist doch gut. Oh, das ist eine geile Höhle. Und Alter, jetzt muss ich schon an der Stelle einen kleinen Cut machen, weil meine Mutter reinkam, bla bla bla. Okay, jetzt habe ich keine Lust. Ich denke mal, das Video ist auch gleich erstmal vorbei, denn wir sind ja bald bei 10 Minuten oder so. Also ich denke schon die erste Folge aus. Ich habe ja schon ein bisschen Eisen gefunden. Nice. Ja. Das Ganze soll ja auch, wie gesagt, eine Herausforderung sein, der 1 und 12 in den Cooldown. Ich weiß, viele mögen die 1 und 12 nicht, aber naja. Ihr gewöhnt euch dran, also. Ich hoffe, hier geht es noch weiter um zu mir. Oh Gott, okay. Wir haben eine Schlucht oder irgendwas. Ja, das ist eine Schlucht. Da ist auf jeden Fall ein Creeper. Ja. Krass. Ich werde am besten mal ein paar Fackeln machen, damit ihr auch was seht. So. Dankeschön. Ah, warte, wir können ja die Fackeln in die Second Hand machen. Wir haben ja einen Shader drin. Sehr schön. So. Jetzt bauen wir hier noch das Eisen ab. Und ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal Schluss für heute. Ja. Das Video geht jetzt schon 11 Minuten. Ich denke mal, das reicht so für die erste Folge. Ich werde noch ein bisschen was karten. Ja. Da würde ich sagen, ich hoffe, ihr kommt auf meinen Server. Und ja, wir werden den Server auf jeden Fall noch ein paar Plugins draufladen und vieles weitere nach diesem Projekt. Das wird nicht das Einzige sein, wo ihr mit mir spielen könnt. Und ja, ich hoffe, ihr kommt alle auf den Server. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und ich hoffe, ihr bleibt fleißig und kommt auf den Server und ja, der Server ist wie gesagt noch am Anfang und ja, okay, dann tschüss und bis zum nächsten Video.